Tadadada, Sascha von netbooknews.de hier. Wir sind auf dem Intel-Stand und wir gucken uns gerade etwas an, was mich ein bisschen konfus macht. Das hier soll auch ein Ultrabook sein. Und zwar ist das das Toshiba Satellite 845W. W steht da für Widescreen. Das sind 14,4 Inch, Format 21:9, was auch immer das werden soll. Auflösung 1792 x 768. Habe ich vorher auch nicht gesehen. 6 GB RAM, hat noch eine 256 GB SSD eingebaut und rennt auf der Ivory Bridge Plattform. Hier in diesem Falle ist das so, glaube ich, Windows 8, aber kein Touchscreen. Aber zumindest rennt es schon mal darauf. Ihr seht, das Ding ist nicht nur wahnsinnig breit, deswegen auch das W für Widescreen. Es hat an der Seite auch nochmal Harman Kardon Lautsprecher eingebaut, die dann auch ordentlich, denke ich mal, Soundkulisse aufbauen können. Großes Trackpad habt ihr noch, riesengroßes, breite Tastatur. Und das war es auch im Grunde genommen, weil das Gerät selber, jetzt mal ganz ehrlich, wo ist das noch ein Ultrabook? Ich kann euch jetzt noch sagen, das sind hier die ganzen USB-Anschlüsse, 2 USB 3.0, Ethernet-Anschluss, da haben wir noch einen Kensington Keylock. Auf der anderen Seite Anschluss für euer Netzteil, HDMI-Ausgang, noch ein USB 3.0 und Jacks für Mikrofon und fürs Headset. Aber nochmal, irgendwie, glaube ich, kommen wir so langsam da an, wo Intel dann auch ein All-in-One-PC zum Ultrabook macht. Das ist nicht mehr wirklich portabel, nicht mehr wirklich mobil und vor allen Dingen ist es auch nicht mehr ganz so leicht. Das ist das Toshiba Satellite 845W Ultrabook. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.